Ja, willkommen zurück. Ja, wir sind mit das letzte Mal mit dem Helikopter zum Kraftwerk geflogen. Glaube ich zumindest. Das müsste das letzte Mal gewesen sein. So, wunderbar. Die Krähen haben sich aufgelöst. Ja. Wir haben wieder null Ausrüstung. Gucken. Revolvermunition. Machen wir gleich mal voll. Den Revolver nehmen wir mit. Die Batterien hier auch. Wunderbar. Genau, nicht? Nee, mehr geht nicht. Okay, ja. Die Krähen haben uns abgeworfen. Oh Gott. Die Krähen haben uns angegriffen. Wir sind abgeworfen worden. Ich musste was mit der Kette tun, um die Tür zu öffnen. Die können wir kaputt, bestimmt kaputt schießen. Ja, genau. Vorher will ich mich halt noch ein bisschen umgucken. Ob es nicht noch irgendwo eine größere Waffe gibt oder so. Ein Gewehr oder so. Könnte ja immer mal sein. Aber scheinbar nicht. Na gut. Dann gucken wir uns das doch mal an. So, wunderbar. Ach klar. Wieso auch nicht? Uah! Gott, aua! Aua! Hört auf! Ihr Pisser! Aufhören, habe ich gesagt! Ja! Gott! Leute, was ist da los? Okay, wir probieren es nochmal. Verdammt, ich glaube, diesmal renne ich gleich mal da durch. Klar. Klappen wir gleich mal drei Schüsse durch. Nein, nein, nein. Alter! Wie schnell sterbe ich denn jetzt? Das ist doch nicht mehr normal. So, wir machen mal von hier. Gut. Alter. Wow. Alter, schon wieder fast tot. Was ist denn los jetzt? Das kann doch nicht sein. Einmal nachladen, bitte. Alter! Ach so, na gut, wenn der auf mich zurennt. Oh Gott, Leute! Es wird plötzlich richtig schwierig. Hätte ich gar nicht mitgerechnet, okay. Macht aber nichts. So. Hilfe. Nein, nein. Gottes Willen. Das wäre es ja jetzt noch gewesen. Herrgott, ja gut. Haben wir schon wieder drei Batterien verbraten. Nicht so geil jetzt, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Munition kann man wieder auftanken. So, jetzt können wir da rein. Ich hätte vielleicht so ein Fass benutzen sollen. Naja, was the darkness controls the taken. Ja, das ist ja auch nichts Neues. Verdammt, ich hätte mir das wahrscheinlich echt sparen können. Naja. So. Einmal Lithium-Batterien.
Schrotflinten, aber Munition. Hier. Ah, wunderbar. Pumpgun, Batterien, Schrotflinten, Munition. Was haben wir hier noch? Batterien, Leuchtfackeln. Oh, wunderbar. Damit lässt sich doch was anfangen. So. Die Schrotflinte lasse ich mal gleich ausgerüstet. Beziehungsweise die Pumpgun hier. So, dann da lang. Da ist ein Radio. Das können wir uns auch gleich nochmal einschalten, anhören. Gucken, was das so zu sagen hat. Und jetzt der neue Song einer Band, die mich immer an unsere lokalen Rocklegenden, die Old Gods, erinnert. Keine Ahnung wieso. Ist wohl einfach so. Wie auch immer. Hier sind die Poets of the Fall mit ihrer neuesten Single War. Wow. Okay, das ist wieder... Wow. Hör mir auf. Okay. Alter, das kann doch nicht sein. Ah! Gott verdammt, was ist denn los hier? Das kann doch wohl nie angehen. Okay, das Radio lasse ich diesmal aus. Da muss ich auch nichts rumschneiden. Okay. Das war Munition sparen, das ist gut. Wow. Okay, kommen gleich noch mehr. Jede Menge mehr. Wow. Scheiße! Verdammt nochmal! Herrgott, Junge! Du brauchst zu lange zum Nachladen. Mehr nachladen, los! Hui! Herrgott! Alter! Wird mittlerweile echt kompliziert. So. Einmal das hier. Hier Schrotflintmunition, optimal. Gott, Leute, jetzt wird's echt schwierig mittlerweile. Wahrscheinlich muss irgendwo noch mehr Munition sein. Thermosflasche. Ach, Junge. Ja. Puh.
gefährlich, gefährlich. Okay, mal gucken. Oh, das ist da hinter der Kabeltrommel vielleicht noch was? Nee. Okay, dann weiter. Den Weg entlang, das Kraftwerk, wunderbar. Das Kraftwerk leuchtete in der Nacht, ganz nah, aber ich musste noch einen Weg dorthin finden. Ja, eventuell außenrum. Auf jeden Fall ist es schön hell, das ist gut. Das gefällt mir. Okay, das sieht so aus, als würden hier wieder Gegner kommen. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Warte mal, hier sind gelbe Punkte. Das heißt, da geht ein... Ist das ein Pfeil in die Richtung oder so? Nee. Hier ist ein Pfeil. Hier sind gelbe Punkte und hier ist unser Versteck. Blendgranate. Leuchtfackel. Naja. Die Ausbeute hält sich in Grenzen, aber so wie es aussieht, keine Falle. Das ist schon mal extrem gut. Okay, nur eine Blendgranate ist Gold wert. Aber die würde ich mir echt gerne aufsparen, für wenn wir in der Falle sitzen. Wow. Ah, cool. Da ist ein Schritt nach hinten gegangen und in das Ding rein. Wunderbar. Okay. Ist hier ein Boot oder sowas? Scheinbar nicht. Okay, hier komme ich auch nicht durch. Okay. Da liegt noch was. Munition. Batterien. Wolf-Munition ist voll. Das ist an sich schon ein gutes Zeichen. Ah, Licht. Sehr schön, sehr schön. Wow. Okay. Hat doch so ganz gut funktioniert. Würde ich mal sagen. Können wir auch nochmal nachladen. Okay. Der kam dadurch. Das heißt, da kann ich wahrscheinlich auch durch. Ja, ich sehe jetzt spontan noch keinen anderen Weg. Gut, dann gehen wir mal da. Autsch. Tja, denkst du, wa? Alter, aber die haben ja echt Überraschungsportal, Überraschungspotenzial, die Gegner. Okay, hier lang. Aber wenn da keine Gegner kommen, dann fresse ich einen Besensamt der Putzfrau. Wo bekomme ich denn jetzt eine Putzfrau her? So. Das, aber das hier riecht förmlich nach Gegnern. Ich würde aber trotzdem gerne vorher nochmal schnell hier lang. Ah, geht gar nicht, okay. Dann weiter. Da ist eine Thermosflasche. Auf der anderen Seite. Oh je. Na los. Okay. Das war's dann auch wieder mit der Blendgranate. Aber wenigstens hat sie was gebracht. Thermosflasche mitnehmen. Oh, da oben liegt eine Manuskriptseite.
Irgendwie bestimmt, oder? Aber mit der Hebebühne wahrscheinlich. Ne? Ah ja. Aufpassen, dass nichts von hinten kommt dabei. So. Naja, Bierdosen. Ganz ehrlich, Sessel, Bierdosen. Was ist das hier? So, Wakes Plan. Die Geschichte, die ich in der Hütte verfasst hatte, war real geworden. Vom Dunkel berührt hatte ich eine Horrorgeschichte geschrieben, deren Ende noch fehlte. Die Geschichte war unvollständig und die letzte, unfertige Seite des Manuskripts war noch in der Schreibmaschine im Arbeitszimmer der Hütte. Wenn ich zurückkehren und sie lesen konnte, konnte ich mein eigenes Ende schreiben und Alice retten. Tja, könnte man mal drüber nachdenken. So, hier, über die Brücke kommen wir bestimmt dahinter. Wenn nicht wieder unzählige Gegner auf uns warten. Ist hier irgendwo ein gelben Pfeil oder so? Nee. Schade. Weiter geht's. So, Energie ist auch wieder voll. Gelber Pfeil, ein paar Autos. Kann ich mit dem Auto fahren? Vielleicht mit dem Lastwagen? Oder mit dem Auto? Sieht schlecht aus. Na gut. Wäre auch zu schön gewesen, ne? Ach, ich muss die Brücke erstmal drehen. Das ist so eine Drehbrücke, ne? Okay, dann wird das wahrscheinlich hier drin. Jetzt hat das Spiel aber langsam mit den Jumpscares. Batterien. Leuchtpistolenmunition. Haben wir denn eine Leuchtpistole? Nein, natürlich nicht. Hier ist die Leuchtpistole. Sehr gut. So, was haben wir hier? Revolvermunition nehmen wir auch noch mit. Gut, dann drehen wir das Ding mal. Ich würde gerne hier drin bleiben, bis das Ding sich gedreht hat. Weil wenn ich rausgehe, stürmen bloß wieder die Gegner auf mich ein. Tun es wahrscheinlich auch so, aber dann kann ich wenigstens gleich rüberlaufen. Ah. Nee, oder? Irgendwas stimmt mit der Brücke nicht. Könnte an der Dunkelheit liegen, die sich da plötzlich ausbreitet. Ich gehe mal lieber schon mal hin. Nicht, dass die sich dann einfach weiter dreht. What did I say? Solche Brücken gibt es ja wirklich und ich finde das echt eine beeindruckende Konstruktion. Auch wenn ich das hier für ziemlich sinnlos halte. Ah, Vögel, okay. So, sehr gut. Ich laufe mal schnell in die Hütte. Hier drinnen bin ich vor den Vögeln sicher. Was haben wir hier? Eine Pumpgun, Schrotflintenmunition, Leuchtfackeln. Optimal, Leute. Und ein Fernseher. Warte mal. Gucken wir mal. Träumen wir davon, Schmetterlinge zu sein? Oder sind wir Falter, die das Menschsein träumen? Solche philosophischen Gedanken sind immer abstrakt. Und doch finden wir einige Beweise für das Wesen unserer Existenz. Midnight's Rain.
hergebracht? So ähnlich. Eigentlich habe ich alles hergebracht, bis auf das. Wirklich? Aber was ist das? Oh, man könnte es wohl ein Loch nennen. Tatsächlich ist es ein Fehlen. Ein Fehlen von Realität. In Marthas Keller? Ja, dabei lief es so gut, ja? Ich erfand zwei alte Damen und packte etwas echt Seltsames in den Keller. Ein toller Anfang. Aber jetzt bin ich völlig blockiert und weiß nicht mehr, was ich wollte. Na, das hier ist doch ein ganz normaler Keller. Wirklich? Warum ist dann Ihre Freundin hier? Ich weiß nicht. Na gut. Können Sie es nicht ignorieren? Oh nein, das geht nicht. Es kann zu einer Handlungslücke werden. Könnte schon eine sein. Das könnte alles zerstören. Oh je. Okay, hören Sie. Nichts für ungut. Aber ich weiß nicht, wo das hinführen wird. Und Sie helfen mir nicht. Denken Sie doch um eine Tasse Kaffee, während ich überlege, wie es weitergeht. Tja, wenn Sie meinen. Vielleicht sollte ich einfach aufhören. Oder ist das Schwachsinn? Okay. Ist das Schwachsinn?